Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. Und direkt zum DAX. Ja, da tut sich seit 6 Wochen eigentlich gar nichts. Aber wenn man genau hinsieht, dann doch. Wir haben jetzt, wenn man es ganz genau nimmt, 1, 2, 3 Fehlausbrüche aus diesem Dreieck gesehen. Drei Fehlausbrüche nach oben, also drei Bullenfallen in Folge, die allesamt folgenlos blieben, bisher zumindest. Und ja, das zeigt mir, das ist jetzt kein Dreieck mehr. Das ist wahrscheinlich, oder es mutiert vom aufsteigenden Dreieck zum aufsteigenden Trendkanal. Denn das heißt, solange sich der DAX oberhalb von 12.550 Punkten halten kann, und das ist aktuell der Fall, werden wir wahrscheinlich diesen gezackten, zähen Aufwärtstrend beibehalten. Es ist also keine dynamische Rallye auf 13.200 Punkte mindestens zu erwarten, sondern eher so eine zähe Sommerbörse, aber immerhin mit einer Aufwärtstendenz. Wie gesagt, das gilt, solange die 12.550 nicht bricht. Wenn die bricht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schnell ein paar Tage tiefer abwärts geht in den unteren 12.000er Bereich, weil hier eine Menge Stops liegen dürften in dem Bereich. Und die werden dann abgefischt. Und ja, dann ist die nächste Unterstützung hier unten. 12.050 bis 12.300 Punkte. Diese große offene Kurslücke hier, die dürfte dann als ziemlich starke Unterstützung wirken. Ja, und dort dürften sich die Kurse zumindest temporär wieder aufwärts bewegen. Das müsste man dann wirklich analysieren, wenn es soweit ist. Mache ich jetzt nicht, weil ich aktuell davon ausgehe, dass sich die Kurse weiter zäh aufwärts bewegen. An der US-Leitbörse sieht es ähnlich aus. S&P 500 zu Wochenbeginn auf neue Mahlzeit hoch und jetzt setzt er wieder ein Stück zurück. Wir haben hier einen ähnlich zähen Trend wie beim DAX. Also 2 Tage aufwärts, paar Tage Konsolidierung, dann wieder leicht aufwärts. Immer so ein Zickzack-Muster. Das Schlimmste, was ich mir hier vorstellen kann, ist ein etwas ausgedehnterer Rücksetzer auf 2400 Punkte. Das ist wieder eine starke Kreuzunterstützung, ehemaliges Ausbruchsniveau. Und eigentlich sollte es dann auch dort wieder spätestens nach oben abdrehen. Ich erwarte hier eigentlich, dass wir uns zäh in Richtung 2500 Punkte bewegen und dass es dann erst zu einer ausgedehnteren Konsolidierungsphase kommt. Das sind nur 2% Aufwärtspotenzial, aber mit den richtigen Einzeltiteln lassen sich diese 2% mehrfach hebeln. Im Index selber, sowohl beim DAX als auch beim S&P 500, sehe ich da aktuell keine großen Chancen. Die Musik spielt eher bei Einzeltiteln, wo ein bisschen mehr Bums dahinter ist. Ja, ansonsten die Indizes müssen wir jetzt einfach so nehmen, wie sie sind. Das scheint jetzt allmählich immer mehr in Richtung Sommerbörse zu gehen. Die Umsätze lassen nach, die Bewegungsdynamik auch. Und wenn wir uns den Volatilitätsindex anschauen, die Volatilität ist auf historisch tiefem Niveau um die 9,5 Punkte, zuletzt wieder leicht angestiegen, aber auch das keine große Sache. Ich sehe kurzfristig eher die Chance, dass die Volatilität sogar noch ein bisschen tiefer geht in Richtung 9 Punkte, bevor es dann mal wieder so einen Spike gibt, wie hier zuletzt Mitte Mai. Ja, das würde bedeuten eben weiter aufwärts an den Börsen, vielleicht noch 2 Wochen und dann erst etwas holprigere Börsen. Also wenn wir hier nochmal in Richtung 9 Punkte vorgestoßen sind bei der Volatilität, erst dann sehe ich eine Wende bei der Volatilität, zumindest temporär für einige Monate. Auch nicht so, dass es dann durch die Decke geht, aber die Volatilität wird dann voraussichtlich wieder zunehmen. Erstmal für ein paar Monate. Das heißt, wir werden dann über den Sommer etwas anstrengendere Börsen sehen, als wir das jetzt im Moment haben. Aber ich sehe auch da keinen großen Absturz. Ja, die anderen Märkte, Öl und Gold, die schenke ich mir jetzt erstmal. Da ist auch keine klare Tendenz zu erkennen. Bei Öl haben wir einen Einbruch gesehen in den letzten Tagen und ist jetzt reif für eine Zwischenerholung.
Bei Gold sehe ich derzeit überhaupt keine Tendenz. Die Märkte nehme ich mir dann das nächste Mal vor, wenn sich da wieder was abzeichnet. Und ja, das soll es von mir heute schon erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass es in der nächsten Woche greifbarere Signale gibt, die ich Ihnen dann gern präsentiere. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Ihr Henrik Vogt.